Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal des Wanner Friedensforschungsinstituts. Mein Name ist Josef Müllbauer und heute darf ich euch einen ganz speziellen Gast vorstellen, nämlich Barbara Heller. Sie ist im Sprecherinnenkreis des Bremer Friedensforum. Sie referierte bei der Jahrestagung der Erich-Mühsam-Gesellschaft. Sie sprach dort nämlich zum Thema Frauen im Kampf für den Frieden, Traditionen und aktuelle Herausforderungen in der Friedensbewegung. Und es erschien auch ein Buchbeitrag mit demselben Namen, auch im Rahmen der Erich-Mühsam-Gesellschaft. Und spätestens seit den Protesten in den 68er Jahren zog sie protestierend durch die Straßen und rief nie wieder Krieg. Sie publizierte zahlreiche Bücherbeiträge und Aufsätze und ist ein zentraler Bestandteil der deutschsprachigen Friedensbewegung. Frau Barbara Heller, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich freue mich schon sehr auf dieses friedensaktivistische Gespräch und Interview. Ja, herzlichen Dank für die nette Begrüßung. Das sind ja große Worte. Mal sehen, ob ich dem gerecht werden kann. Ich verstehe mich schon als Friedensaktivistin, aber ob ich jetzt so eine zentrale Rolle spiele, wird sich zeigen. Aber vielen Dank für die freundlichen Worte. Ja, Sie inspirieren auf jeden Fall sehr viele Menschen, indem Sie jahrzehntelang eben Ihrer Linie auch treu bleiben und tatsächlich auch wirklich überall dort, wo es Krieg, Ausbeutung und Herrschaftsverhältnisse gibt, dass sie auf den Punkt zeigen und dagegen protestieren. Und genau. Vielleicht bevor wir auf eben Krieg und Frieden genauer eingehen, vielleicht einmal eine persönliche biografische Skizze von Ihnen würde mich interessieren. Und zwar, wie sind Sie überhaupt zur Friedensbewegung, Friedensforschung gekommen? Was hat Sie daran bewegt? Was hat Sie dazu gebracht, in der Friedensbewegung mitzumachen? Ja, mein eigentlicher Ausgangspunkt war gar nicht in allererster Linie die Friedensbewegung, sondern war, ich bin auch so eine Nach-68erin, war die Frage mit der Beschäftigung mit der deutschen Vergangenheit und damit der zentralen Losung nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Und damit habe ich mich eigentlich beschäftigt, seit ich erwachsen gewesen bin, in der Studentenbewegung, auch in antifaschistischen Organisationen, in der Erinnerung an die Verbrechen der Nazis. Ich habe in München studiert und war dann habe sehr genau verfolgt die Entwicklung um das KZ in Dachau, die Proteste dort, die Versuche auch von der bayerischen Regierung zum Teil die Erinnerung daran zu unterdrücken. Und erst im Lauf der Jahre bin ich eigentlich näher an die Friedensbewegung rangekommen, weil ich lange Zeit dachte, faschistische Gefahr sehe ich. Ich sehe diese ganzen Neonazi-Gruppen. Ich erlebe diesen Geschichtsrevisionismus. Aber dass Deutschland wieder Krieg führen würde, das habe ich lange Zeit nicht für möglich gehalten. Und von daher war mein Schwerpunkt eher auf der anderen Hauptaussage. Und erst seit dem Krieg gegen Jugoslawien 1999, das war für mich, das war so schockierend, dass ich seitdem wirklich aktiv in der Friedensbewegung geworden bin. Und damals während des Jugoslawienkrieges gab es in Bremen immer eine Mahnwache, die zum Teil täglich dort stattgefunden hat. Und da bin ich hingegangen und seitdem bin ich eigentlich da aktiv und habe mich im Lauf dieser weit über 20 Jahre jetzt eben auch so ein Stück theoretisch eingearbeitet in die großen Schriften der Friedensbewegung und ja. Sehr spannend, ja, sehr spannend. Und Sie haben ja auch Bücherbeiträge publiziert, also Sie sind sowohl aktivistisch als auch akademisch ein Stück weit aktiv und genau, das ist ein sehr schöner Anspruch und so erreicht man auch ganz verschiedene Kreise, finde ich. Das ist sehr schön. Wobei ich das gerne auch noch ein bisschen einschränken will. Also wissenschaftlich wirklich gearbeitet habe ich da eher weniger. Ich habe bei verschiedenen Konferenzen Beiträge gehalten, oft auch zur aktuellen politischen Lage und Einschätzung, die dann eben auch publiziert worden sind. Also eigentlich waren auch meine Veröffentlichungen sind immer entstanden aus konkreten, aktiven Auseinandersetzungen. Vor allem, weil ich ja auch aus einem eher anarchistischen Kreis komme und Aktivismus komme, bin ich ja sehr begeistert, wie ich gelesen habe, eben, dass Sie in der Erich-Mühsam-Gesellschaft veröffentlicht und dort gesprochen haben. Ich bin ein großer Fan auch von Erich Mühsam. Er ist ja anarchistischer deutscher Schriftsteller, Publizist, Pazifist, Antimilitarist und ist leider Gottes auch ermordet worden.
in Oranienburg genau, das ist ja auch eine Symbolfigur für den Pazifismus und auch für diese Widerstandsbewegung und ja, er hat viele Menschen inspiriert. Ich hatte auch ein sehr spannendes Interview mit Bernd Drücke und auch er arbeitet und forscht und spricht viel über Erich Mühsam und diese Bewegung, es freut mich und ja, es bewegt mich, dass es diesen Namen noch gibt und dass er erwähnt wird und dass an ihn gedacht wird. Das ist wunderschön. Genau. Und Sie sind ja im Sprecherinnenkreis des Bremer Friedensforums. Vielleicht gehen wir mal auf das Bremer Friedensforum ein. Was genau ist das für eine Plattform oder Organisation? Mit was beschäftigt sie sich? Also ich bin aktiv seit gut 20 Jahren im Bremer Friedensforum, eben seit diesem berühmten Datum. Und das Bremer Friedensforum gibt es etwa 40 Jahre lang, ist zur Hochzeit der Friedensbewegung entstanden, ist weder ein Verein noch eine Stiftung noch ein juristisch fassbares Konglomerat. Es ist eine Zusammenkunft von Menschen, die sich für Frieden einsetzen. In der Gründungszeit, als es sehr viele Friedensinitiativen gab, auch in allen Parteien und Kirchengemeinden, Friedensgruppen existierten, wurde aus diesem Konglomerat ein Zusammenschluss des Bremer Friedensforums. Inzwischen hat sich das sehr verändert, weil die Zeit sich verändert hat und weil auch die politischen Schwerpunkte sich für viele Leute verändert haben. Es gibt eben dieses Friedensforum nach wie vor und eigentlich auch mit einer ganz guten Unterstützung immer noch aus der Zivilgesellschaft. Wir machen regelmäßige öffentliche Veranstaltungen. Wir haben seit ungefähr 40 Jahren eine Mahnwache, die sich jede Woche in Bremen auf dem Marktplatz trifft. Eine Einrichtung, die ursprünglich aus der evangelischen Frauenbewegung entstanden ist, aber jetzt schon viele Jahre unter dem Dach des Bremer Friedensforums läuft. Und das ist, soweit ich das überblicken kann, eine der seltenen kontinuierlichen Friedensinitiativen auf der Straße in diesem Land. Es gibt noch zwei, drei andere Orte, wo es das auch gibt, aber in Bremen schon mit einer besonderen Kontinuität und mit einer besonderen, ja, auch öffentlichem Auftreten sozusagen. Also das ist besonders. Zu unseren Aufgaben im Einzelnen würde ich gerne dann was sagen, wenn Sie mir Ihre Frage Nummer 1 stellen. Genau, das Friedensforum, genau, falls ich das richtig nachgelesen habe, wurde ja 83 in Auseinandersetzung um den sogenannten Nachrüstungsbeschluss der NATO gegründet und sie haben ja auch sehr viele Schwerpunkte und genau, das ist eine Bewegung, wie Sie gesagt haben, die sehr lange schon aktiv ist. Genau, neben den Mahnmachen habt ihr auch andere so monatliche Treffen oder Arbeitskreise, Arbeitsgemeinschaften und genau, mit was setzen die sich konkret auseinander? Und seid ihr parteienunabhängig? Also wir haben natürlich, das glaube ich, braucht jeder Zusammenschluss, wir treffen uns. Wir haben diesen Sprecherinnenkreis, das sind 4 Personen, 2 Männer, 2 Frauen, schon viele Jahre so. Wir machen einmal im Monat sozusagen ein Plenum, da kommen im Schnitt 25 bis 30 Leute. Da werden die Sachen besprochen, die wir aktuell vorhaben. In diesem Plenum werden auch Arbeitsgruppen gebildet zu bestimmten Themen oder Aufgaben, die wir uns setzen. Also zum Beispiel hatten wir immer wieder eine Aktionsgruppe zu Assange, da kommen wir ja vielleicht später noch drauf. Aber wir haben zum Beispiel jetzt, heute Abend treffen wir uns wieder im Plenum, da werden wir die ersten Überlegungen machen für die Vorbereitung zum Hiroshima-Tag. Also der Kampf gegen Atomwaffen ist immer ein großes Thema gewesen bei uns. Und da überlegen wir Jahr für Jahr, wie wir das Thema einfach mehr in der Öffentlichkeit verankern können, welche Aktionen wir dazu machen. Und dazu werden dann einzelne Arbeitsgruppen gebildet. Wir haben so unter den Sprecherinnen und Sprechern auch so ein bisschen eine Aufgabenverteilung. Es gibt 2 Leute, die machen eher die Medien- und Pressearbeit. Und es gibt 2 Leute, die machen eher sozusagen die Bündniskontakte. Das hat sich so entwickelt aus den persönlichen Neigungen und Fähigkeiten. Ja, ja, finde ich sehr wichtig, was ihr gesellschaftlich, zivilgesellschaftlich leistet. Vor allem die Atomwaffen ist ja ein sehr heikles Thema und ein sehr wichtiges Thema.
Ihr habt ja zum Beispiel in Bremen allein unterzeichneten 100.000 Bürgerinnen den Krefelder Appell zum Beispiel gegen die Stationierung neuer Atomraketen. Und in Ihrem Buchbeitrag habe ich auch einige wichtige Zahlen und Daten entnommen. Und zwar schon 1950 rief der Stockholmer Appell zur Ächtung der Atomwaffen auf und erreichte damit, dass weltweit fast 500 Millionen Menschen es unterzeichneten. Das bedeutet, hier findet ja schon ein zivilgesellschaftlicher Konsens statt. Also wir sehen, dass Atomwaffen geächtet werden. Und in Folge kam es ja auch zu einem Atomwaffensperrvertrag. Leider Gottes haben den nicht alle unterzeichnet, beziehungsweise manche Länder sind ausgestiegen. Also nicht dabei sind Südsudan, Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea. Und diesbezüglich ist es ja auch ein wichtiges Thema auch in Deutschland. Wir wissen, dass in Büchel zum Beispiel Atomwaffen stationiert sind. Wie ist hier die Stimmung in Deutschland? Beziehungsweise gibt es hier tatsächlich eine Initiative, wo man das aufzeigt, vor allem Büchel und ja. Also zu Büchel machen wir seit vielen Jahren auch eine aktive Politik. Das heißt, wir versuchen aufzuklären darüber, was eigentlich in Büchel los ist. Das ist interessant, Ihre Frage, weil sehr viele Menschen in diesem Land wissen gar nicht, dass es hier Atomwaffen gibt. Das sind ja die US-amerikanischen Atomwaffen, vermutlich 20 Stück an der Zahl. Das ist der eine Skandal. Der andere Skandal ist, dass die der Einsatz von diesen Atomwaffen mit Bundeswehrflugzeugen und Bundeswehrpersonal geübt wird. Das heißt, im Moment sind das noch Flieger dieser Kampfflugzeuge Tornados. Da wird jetzt vermutlich eine neue Generation angeschafft werden für irrsinnige Beträge. Ein so ein neuer Kampfbomber soll, glaube ich, 100 Millionen Euro kosten. Und die werden in den USA beschafft, weil sie nur dort auch kompatibel sind mit diesen US-Atomwaffen. Das heißt, auch die Bundesrepublik entwickelt sich mit dieser Zustimmung und dem Kauf von diesen neuen Atomwaffen, Flugzeugträgern, immer mehr auch zur Atomwaffenmacht, obwohl es das eigentlich nicht darf laut Atomwaffensperrvertrag. Das läuft ja über diese sogenannte nukleare Teilhabe, wo die USA Verbündeten die Nutzung sozusagen mit anbietet und sie auch versucht zu gewinnen dafür. Wir denken eigentlich als Friedensbewegung, dass das allein schon durch den Atomwaffensperrvertrag ausgeschlossen ist. Wir fahren seit vielen Jahren von Bremen aus auch nach Büchel zu den Aktionen dort, haben immer wieder auch an Camps teilgenommen, haben an Blockadeaktionen dort teilgenommen. Das ist für uns insofern auch wichtig, weil wir dort auch immer wieder die Gelegenheit haben, mit der internationalen Atomwaffenbewegung in Kontakt zu kommen. Dort sind oft Leute aus anderen europäischen Ländern, aber auch aus den USA, sehr kämpferische Gruppen, die dort mit uns gemeinsam die Tore blockieren und aktiv sind. Wir machen natürlich zum Hiroshima-Tag immer Aktionen auch vor Ort und versuchen darüber aufzuklären. Ich habe den Eindruck, ein bisschen hat sich das verändert, das Wissen darüber letzten Endes auch mit dem Friedensnobelpreis für die Anti-Atom-Bewegung ICAN, also internationale Kampagne zur Ächtung der Atomwaffen. Und die haben, ich glaube, 2017 den Friedensnobelpreis bekommen. Und interessanterweise war es so, dass in Bremen damals auch von öffentlicher Seite, also von dem bremischen Senat, es eine Grußadresse gab an diesen Friedensnobelpreisträger und wir dann auch durchsetzen konnten, dass es im Rathaus einen Empfang gegeben hat für eine Delegation von Leuten, die an diesem Vertrag mitgearbeitet haben, also an dem Atomwaffenverbotsvertrag. Und wir hatten damals die Hoffnung, dass einzelne Stadtstaaten, die zum Teil eben fortschrittlichere Regierungen hatten, dass die auch im Bundesrat dort eine Initiative durchsetzen könnten zu diesem Atomwaffenverbotsvertrag. Das ist leider bisher nicht so ganz viel weitergekommen, aber wir sind da natürlich dran. Interessant ist ja, dass bei immer wieder durchgeführten Befragungen der
bundesdeutschen Bevölkerung die allergrößte Mehrheit dafür ist, dass der Atomwaffenverbotsvertrag unterschrieben wird, also ungefähr 80%, und genauso viel fordern, dass die Atomwaffen raus aus Deutschland kommen. Insofern sind wir sozusagen von der Haltung her uns einig mit der Mehrzahl der Menschen, die in diesem Land leben. Gleichzeitig passiert das leider überhaupt nicht im Parlament und in der Regierung. Ja, sehr schade und auch sehr gefährlich, ja. Gehen wir vielleicht zum nächsten Punkt ein. Von welchem Begriff des Friedens, von Frieden, geht ihr eigentlich aus als Kollektiv? Denn es gibt ja hier einen engen und einen breiteren Begriff. Also während der enge Begriff bloß die Abwesenheit von Krieg Frieden definiert, definiert der breite Begriff, so wie unter anderem das Warner Peace Institute und viele andere es und kritische, vor allem Friedensforscherinnen es betrachten, inkludiert der breitere Friedensbegriff eher Feminismus und Antirassismus und viele weitere Kämpfe und Lebensbereiche. Von welchem Begriff von Frieden geht ihr aus? Also ich denke, ein Konsens bei uns im Bremer Friedensforum ist zunächst mal dieser engere Begriff, dass wir uns wenden gegen alle militärischen Versuche, Konflikte zu lösen. Also überall, wo Waffengewalt eingesetzt wird, um Machtverhältnisse zu verändern oder zu stabilisieren oder was auch immer, dann bezeichnen wir das als Krieg und als Verstoß gegen unsere Friedensvorstellungen. Wir diskutieren natürlich die anderen Sachen immer mit. Das bleibt überhaupt nicht aus, gerade wenn man zum nächsten Schritt kommt zu den Sanktionen, die ja oft im Zusammenhang mit Kriegen schon durchgeführt werden und oft ähnlich viele Opfer oder manchmal noch mehr Opfer fordern als die militärischen Auseinandersetzungen. Also das diskutieren wir eigentlich relativ eng in diesem Zusammenhang. Und dann kommt man auch ganz schnell auf die Debatte über Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, und in dem Zusammenhang kommen natürlich alle die anderen Fragen, die Sie eben auch angesprochen haben, also Rassismus, Kolonialismus, Feminismus. Trotzdem begeben wir uns eigentlich immer wieder zurück zu dem Punkt, wo wir uns alle einig sind, und das ist gegen militärische Interventionen aller Art, wie auch immer sie erklärt oder verbrämt oder gerechtfertigt werden. Also das ist eigentlich das Bindeglied zwischen uns allen, die in dem Bremer Friedensforum arbeiten, dass wir sagen, Konflikte müssen zivil gelöst werden. Ja. Und auf der Website habt ihr ja auch einen Veranstaltungshinweis vom 21. Mai. Also genau, da wird ein Kongress stattfinden, und zwar ohne NATO leben, Ideen zum Frieden. Also euer Fokus, könnte man sagen, ist auf das größte Militärbündnis der Welt. Also es ist nach der Fall der Sowjetunion gibt's ja quasi nur mehr die NATO als großer Pakt. Kleinere Bündnisse und strategische Partnerschaften gibt es jetzt zum Beispiel zwischen China und Russland. Aber auch hier könnte man sagen, ihr fokussiert euch auf den westlichen Bereich und eher auf die NATO. Ja, ich würde da eigentlich doch gerne das noch ein Stück präzisieren, weil wir zuallererst eigentlich uns an die Regierung der Bundesrepublik wenden und schauen, was die machen. Die sind Teil in diesen Bündnissen, aber sie sind nicht unbedingt, was weiß ich, eine untergeordnete Rolle in diesem Bündnis, sondern spielen eine ganz zentrale Rolle. Das heißt, unser Fokus guckt eigentlich erst oder schaut darauf, was macht denn die Bundesrepublik eigentlich für eine Politik? Macht die eine friedliche Politik? Wohin schickt sie die Bundeswehr? In welche Einsätze? Also das sind ja im Moment weit mehr als 10 Einsätze in aller Welt, in ganz unterschiedlichen Bündnissen, NATO-Bündnissen, UNO-Mandat, EU-Bündnissen. Also da schauen wir, was machen die da eigentlich? Was sollen da deutsche Soldaten? Wessen Interessen vertreten die dort? Wir schauen aber auch an zum Beispiel die Rüstungsproduktion in Deutschland, die Rüstungsbetriebe. Das ist übrigens interessant, dass Bremen eine Rüstungshochburg ist, wo es besonders viele Rüstungsbetriebe gibt, also von der Beschäftigtenzahl her.
welche Waffen werden wohin exportiert, das muss ja die Bundesregierung oder dieser Sicherheitsausschuss beschließen. Das ist in den letzten Jahren enorm angestiegen und vor allem geht es genau in Länder, die weder NATO noch EU-Partner sind, sondern zum Beispiel nach Ägypten oder so oder in Länder, die Kriege führen und an kriegerischen Auseinandersetzungen beteiligt sind. Das heißt, wir schauen eigentlich, welche Forderungen können wir an unsere eigene Bevölkerung richten, dass sie die an die Bundesregierung richten? Das ist unser Hauptziel. Und da kommt natürlich die NATO dann mit ins Spiel. Das heißt, wir fordern jetzt nicht unbedingt in erster Linie, dass, ich nenne jetzt irgendein anderes beliebiges EU-Land, dass die ihre Militärpolitik ändern, sondern wir sagen, Deutschland spielt eine zentrale Rolle sowohl in der EU und in der Militarisierung der EU als auch in der NATO. Und das sehen wir als unseren Hebel an, wenn überhaupt. Wir haben ansonsten ja nicht viel Einfluss, weder auf Biden noch auf Putin, aber hoffen halt, dass wir doch eine Stimme haben in unserem eigenen Land. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Also da stimme ich Ihnen zu. Dieser Aktivismus ist ganz wichtig. Vor allem, wir haben das ja auch eingangs erwähnt mit den Atomwaffen, dass viele deutsche Bürger und Bürgerinnen ja gar nicht sich bewusst sind, dass in Deutschland Atomwaffen stationiert sind und das nicht wenige. Und genau, auch dasselbe gilt ja auch mit NATO-Einsätzen. Österreich ist ja zum Beispiel auch ein neutrales Land, ist aber in der sogenannten strategischen Partnerschaft auch irgendwo involviert und mit der NATO und Blauhelm-Einsätze und so weiter und so fort. Also wir wissen ja auch, da gab es ja auch schon einige Skandale und so weiter. Also da wird ja der Begriff der Neutralität ja schon sehr gedehnt und es scheint elastischer und elastischer zu werden, bis er irgendwann zerreißt anscheinend. Und ja, aufgrund der Ukraine-Invasion wird es wahrscheinlich auch zu NATO-Beitritten kommen von Finnland und anderen Ländern, ja. Ich würde gerne noch was sagen zur NATO und zur Militärstärke der NATO. Sie haben ja gesagt, das ist das größte Militärbündnis, was besteht. Und rein von den Zahlen her ist es ja unübersehbar. Insgesamt in der Welt werden ja unglaubliche Summen für Rüstung und Militär ausgegeben. Es haben ja so Friedensforscher festgestellt, dass mit 10% dieser Summen eigentlich der Hunger in der Welt eliminiert werden könnte. Das ist unvorstellbar, dass sich diese Erde es leistet, jährlich Millionen Menschen verhungern zu lassen, während Geld ausgegeben wird für Tod und Zerstörung. Und davon trägt natürlich von diesen 2 Billionen weltweit, trägt die NATO den allergrößten Teil. Ich glaube, 12-mal so viel gibt die USA, die der größte Rüstungspartner innerhalb der NATO sind, 12-mal so viel für Rüstung aus als Russland. Und wenn man die ganze NATO zusammennimmt, sind es, glaube ich, 18-mal. Und da muss man sich natürlich fragen, was ist eigentlich das Ziel dieser Aufrüstung? Wie viel mal mehr muss die NATO für Geld, für Rüstung ausgeben, um sich sicher zu fühlen? Also das ist auch 2% werden die reichen. Es gibt jetzt Forderungen, 3% des Inlandprodukts der NATO-Staaten dafür auszugeben. Wohin soll das eigentlich führen angesichts der Situation von wirklich weltweiten großen Problemen wie Klima, wie Hunger, wie Flucht? Also das ist ein Wahnsinn, der da passiert. Und die NATO ist dort natürlich, geht voran mit diesem Konzept. Und insofern beteiligen wir uns auch an diesem Kongress. Und ich finde immer wieder gut, auch Transparente, die auf Friedensdemos getragen werden, wo draufsteht, kein Frieden mit der NATO. Das heißt, solange es die NATO gibt, wird es keinen Frieden geben. Aber wir machen auch keinen Frieden mit der NATO. Das finde ich ist absolut wichtig und in vielen Diskussionen auch mit Linksliberalen, mit eher sozialdemokratisch angehauchten Kolleginnen und Kollegen von mir, wenn ich immer diskutiere, dann habe ich so das Gefühl, auch bei also so progressiven und linkeren Kreisen, habe ich so das Gefühl, dass die NATO eher so ein ähnliches Stück wie die UN betrachtet wird. Also so eine globale, weltweite Institution zur Schaffung von Frieden. Und ich glaube, dieses Missverständnis von Geschichte und von strukturellen Zusammenhängen und von Macht und Herrschaft,
Also das ist grotesk. Also ich versuche da immer zu intervenieren und ich streite auch immer gerne. Und aber ja, es ist erschreckend, dass auch eben in progressiven Kreisen die NATO als etwas Befreiendes, als Sicherheit und so wahrgenommen wird. Also ja. Also ich glaube, das hat sich sogar noch verschärft in den letzten Jahren, diese Sicht auf die NATO. Und da könnte man natürlich auch genauer untersuchen, wer das eigentlich fördert auch. Und inzwischen ist es ja so, dass eben so, wie Sie sagen, viele Menschen denken, die NATO wäre ein Sicherheitsvertrag oder irgendwie sowas zum Erhalt des Friedens irgendwie. Und was NATO-Staaten aber weltweit im Moment anrichten, das wird überhaupt nicht mitgedacht. Und wir sagen ja auch immer, es gab eine Konkurrenzorganisation, das war der Warschauer Pakt, aber der ist längst aufgelöst. Und damals gab es ja auch unter vielen Friedensfreunden die Hoffnung, dass sich vielleicht auch die NATO auflösen würde als westliches Kriegsbündnis. Und das ist eben nicht geschehen, sondern es hat im Lauf dieser Jahre seit dem Ende des Warschauer Paktes wurden verschiedene neue Feinde sozusagen benannt. Das war der internationale Terrorismus und der Krieg gegen den Terror. Und jetzt gibt es eine neue Argumentation. Das sind eben das Zurückdrängen autokratischer Systeme oder die Verteidigung einer regelbasierten Weltordnung, wo man sich eben angucken muss, was das eigentlich sein soll. Und die UNO gerät immer mehr in den Hintergrund letzten Endes. Also da können wir auch nachher noch genauer mal drüber sprechen, wenn sich's ergibt, aber einfach mal so als Einstieg. Ja, finde ich ganz wichtig und das zeigt ja auch das Bremer Friedensforum immer wieder auf und da leistet ihr auf jeden Fall sehr, sehr wichtige und gute Arbeit. Genau, und dann vielleicht noch zu ergänzend die Zahlen für die Zuseherinnen, falls das relevant sein kann für den einen oder die andere. Washington, also die USA, ich sage immer das US-Imperium, gab 800 Milliarden circa US-Dollar aus, mehr als jedes andere Land. Das entsprach eben 38% des globalen Anteils. Und Russland im Verhältnis zum Beispiel liegt bei 65,9 Milliarden US-Dollar. Das bedeutet, mehr als zehnfach so viel gab die USA aus. Nur weil auch die mediale Darstellung immer so ist, der übermächtige russische Feind und der wird Europa bald einnehmen und die USA ist auch in Gefahr. Wir kennen die Aussagen von Donald Trump. US and China, US and China, da gibt es ja Memes mittlerweile, die im Internet kursieren und so weiter. Also die Gefahr, die die USA immer propagiert von wegen China und von wegen Russland, ist natürlich militärisch, was die Zahlen betrifft, die vom SIPRI, Stockholmer Friedensinstitut, rausgibt, eben nicht empirisch belegbar. Also da handelt es sich anscheinend um ein Narrativ, um nicht noch weiter zu gehen, um eine Propaganda. Also. Vielleicht dazu auch noch eine Ergänzung. Diese Forderung nach 2% des BIP für Rüstungsausgaben, das wird ja, die Bundesrepublik gibt im Moment, glaube ich, 1,4% aus, aber es gibt eine Zusage aller NATO-Staaten, dass sie das sukzessive auf diese 2% erhöhen wollen. Das würde für die Bundesrepublik bedeuten, dass wir mehr als 75 Milliarden pro Jahr für Rüstung und Krieg ausgeben würden. Dazu kommt eben jetzt dieses Sonderprogramm, was der Bundestag jetzt beschlossen hat, mit 100 Milliarden Euro, eine unvorstellbare Summe, die ja auch wie, das heißt immer so schön, Sondervermögen, man könnte auch sagen Kriegskredite in einer historischen Tradition. Und wenn man sich anguckt, welche Aufgaben eigentlich anstehen würden, ist das unglaublich. Und es ist natürlich auch eine Subventionierung einer bestimmten Industrie, nämlich eben der Rüstungsindustrie. Und da kriegt natürlich auch die bundesdeutsche Rüstungsindustrie ab. Also Rheinmetall und Krauss-Maffei sind da vor allem zu nennen. Aber es geht natürlich auch viel direkt an Subventionen letzten Endes an die US-amerikanische Rüstungsindustrie, an Lockheed und andere Firmen. Und das in einer Situation, wo eben Millionen Menschen hungern in der Welt. Das ist, es ist eigentlich, man kann nur sagen, verantwortungslos. Ja,
Absolut, da stimme ich Ihnen zu, ja. Und eben, dass die Steuergelder ins Militär fließen, anstatt in Bildung, anstatt in Gesundheitswesen, anstatt in sozialer Absicherung. Also ich kenne viele von meinen Bekannten und Freundinnen und Freunden, dass eben zum Beispiel bei den Kindergärten eine groteske Situation ist. Die Arbeitslosen verlangen jetzt, hier gibt es eine Petition, in ein Volksbegehren in Österreich, dass das Arbeitslosengeld erhöht werden sollte und so weiter. Also es gibt soziale Bewegungen, auch Mietpreise steigen die ganze Zeit jetzt durch den Ukraine-Krieg, auch Energiepreise, Energiekosten steigen, etc. etc. Ja, selbst die Bankgebühren steigen. Also die kleinsten Dinge, auch wenn man der Professor Hans-Werner Sinn hat an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften zum Beispiel einen sehr langen Vortrag gehalten, in dem er auch diese Krisen irgendwie beschrieben hat. Und er hat gemeint, naja, der Verbraucherpreis ist ja enorm gestiegen und der wird weiter steigen. Und das führt schlussendlich zu einer Krise und Zuspitzung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und insofern, wenn man sich diese Tendenzen ansieht, dann ist es wirklich verantwortungslos und das führt ja zu einer sozialen Spannung und sozialen Missverhältnissen und Verwerfungen, was gerade getrieben wird. Und das Geld in die Rüstung wäre doch eben in soziale Projekte doch viel besser aufgehoben. Also ja, da stimme ich Ihnen zu. Es ist absolut grotesk. Und dazu kommt ja die Klimakrise noch. Also in der Friedensbewegung gibt es ja die Losung, Krieg und Militär sind der Klimakiller Nummer eins. Und das betrifft ja sowohl die Zeiten, wenn noch kein aktiver Krieg ist. Also wir haben ja eben in Deutschland viele Stationierungen US-amerikanischer Militärs. Und das ist nicht nur Ramstein, sondern auch Spangdahlem und andere Orte. Und dort ist inzwischen eine solche so große Verseuchung der Böden anzutreffen, dass dort die Leute kein Trinkwasser mehr entnehmen können, weil zum Beispiel die USA da nach wie vor Löschschäume verwenden, die in der Bundesrepublik längst verboten sind. Also auch unabhängig jetzt von dem unglaublichen Verbrauch von Sprit, den so ein Militärflieger in 10 Minuten braucht. Da können Sie und ich ein Jahr lang mit einem Kleinwagen fahren, das verdonnern die in 10 Minuten. Und alles das wird nicht mit berücksichtigt, sondern ganz im Gegenteil immer noch weiter eskaliert. Und das heißt, die Welt marschiert ziemlich zügig zu ihrer eigenen Vernichtung. Um das nochmal zu untermauern, was Sie gerade gesagt haben, der ORF hat eine sehr interessante britische Studie zitiert in einem Beitrag, der schon ein bisschen älter ist. Der geht auf den 6. Juli 2019 zurück. Und laut einer aktuellen britischen Studie reiht sich das US-Militär bei der Größenanordnung seiner CO2-Emissionen unter die 50 Länder mit dem höchsten CO2-Ausstoß, noch vor Staaten wie Portugal und Peru. Also das bedeutet, eine einzige militärische Einrichtung hat so einen großen CO2-Abdruck wie Portugal und Peru. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wie viel, wie schädlich das Militär für das Klima ist. Und angesichts der Fridays for Future-Bewegung, angesichts dieser immensen, die ist ja schon in den 70er Jahren, die Meadows-Studie, Grenzen des Wachstums und so weiter. Jimmy Carter hat ja auch eine Studie, die Global 2000-Studie rausgebracht. Also wir wissen um die globale Erderwärmung, wir wissen um die Klimakatastrophe. Und nichtsdestotrotz fahren wir ja Vollgas voraus gegen die Betonmauer. Also es ist irgendwie auch lustig, irgendwie auch, Naja, wenn man eine besondere Art von Humor hat. Also wir fordern jetzt eben auch, dass diese 100 Milliarden, die ja eine riesige Summe sind, wo vorher nie jemand gedacht hat, dass man sowas aus dem Ärmel schütteln kann, die fordern wir, dass die ins Grundgesetz zum Klimaerhalt reingeschrieben werden und dafür verwendet werden. Also das, denke ich, muss man einfach auch zuspitzen auf so bestimmte Gedanken auch, dass die Menschen überhaupt auch auf sowas mal kommen. Absolut, ja, so eine sokratische, fragende Variante, ein bisschen, ja, kann den Leuten helfen, ja, das zu reflektieren, ja. Und ich finde es auch sehr beängstigend und auch das wissen leider sehr wenige Bürgerinnen und Menschen in Westeuropa, aber vor allem eben in Deutschland, dass aus deutschen Boden, von deutschen Boden aus auch Drohnenkriege geführt werden. Also die Infrastruktur wird dafür ge geboten, und zwar die Drohnenangriffe Somalia, Pakistan, Afghanistan und so weiter. Und die USA geführt haben, wo wir auch bereits wissen, wo es auch Forschung gibt. Ich werde demnächst ein sehr spannendes Interview führen mit Jutta Weber.
Sie ist nicht nur Feministin, sondern eben auch Forscherin und sie beobachtet eben diese Drohnenkämpfe, wie viele Zivilisten eigentlich zivile Opfer, dass das eigentlich fordert, so ein Einsatz. Und weil man geht ja immer von dieser patriarchalen Phantasma, von diesem Phantasma aus, dass das Drohnenangriff eine Präzisionswaffe ist und dass man nur Terroristen tötet, aber das ist ja ein Mythos, der aufgebaut wird. Also hier werden natürlich auch Unschuldige und Zivilisten und Kinder und Frauen getötet. Also ja, es ist leider auch erschreckend und Deutschland liefert hierzu auch die Infrastruktur. Also da würde ich gerne auch noch was sagen. Das passiert ja im Wesentlichen von Ramstein aus, dass die Daten aus den USA dort ankommen und von dort über eine Relaisstation in die Länder vor allem des Nahen Ostens gelenkt werden. Und es gibt inzwischen, so wie Sie sagen, wirklich relativ genaue Forschungen, wie hoch der Anteil ist von Zivilisten, die bei diesen Drohnenmorden ums Leben kommen. Bekannt sind ja einige Beispiele, ganze Hochzeitsgesellschaften wurden dort ermordet, muss man sagen. Das sind Killerinstrumente. Die werden ja im Wesentlichen auch eingesetzt in nicht offiziell kriegserklärten Situationen. Also zum Beispiel in Pakistan setzen die USA dort das ein. Und es gibt ja seit einigen Jahren auch eine Bewegung gegen diese Drohnen und gegen Ramstein, die sich auch beruft auf das Grundgesetz von Deutschland. Deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen. Und hier geht der von deutschem Boden aus. Und die US-Regierung und das Verteidigungsministerium wurden mehrfach gefragt dazu, haben lange Zeit überhaupt nicht geantwortet auf diese Fragen, was da eigentlich passiert. Inzwischen gibt es von der Bundesregierung eine Stellungnahme, die sagt, ziemlich lapidar, wir gehen davon aus, dass die USA sich an das Völkerrecht halten. Also wenn man weiß, was die USA, wir kommen ja noch auf Assange, in vielen Ländern der Erde angestellt hat an Verstößen gegen das Völkerrecht, so ist es ein Schlag ins Gesicht auch der bundesdeutschen Regierung. Aber es passiert eben nichts dagegen. Und inzwischen ist es ja sogar einen Schritt weiter gegangen. Die Bundesregierung ist jetzt ja, ich weiß nicht, ob sie es schon beschlossen hat oder demnächst beschließen wird, auch selber Drohnen anzuschaffen, die bewaffnet werden können. Es gibt ja überhaupt kein völkerrechtliches Regularium für den Einsatz dieser Waffen. Wer entscheidet das? Wer kontrolliert das? Gibt es da Gesetzgebung dafür? Gibt es ein Regelwerk? Nichts davon, das öffnet Tür und Tor letzten Endes für Terror. Absolut. Und das kann ich nur bestätigen und da bin ich absolut bei Ihnen. Und das Problem, was wir hier sehen, ein gewisses demokratisches Paradox oder eine Lücke, die ich sehe, ist, dass eben in diesem Sicherheitsdiskurs, im Namen der Sicherheit, werden ja da wird ja Tür und Tor geschlossen. Also viele Materialien oder ins Archiv kannst du nicht gehen, viele Dokumente werden verschlossen, hinter verschlossenen Türen besprochen oder ratifiziert oder unterschrieben, Geheimpakte werden getroffen. Also unter dem Namen, das tangiert unsere nationale Sicherheit oder das betrifft unsere nationale Sicherheit. Wir kennen die Reden auch von George Bush. Im Namen der nationalen Sicherheit werden zentrale Informationen der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht. Und das ist erschreckend für eine Demokratie, dass es einen gewissen Bereich gibt, wo die Menschen nicht mitpartizipieren dürfen, nicht mitreden dürfen. Die werden quasi wie die Kinder, geht's doch spielen, geht's draußen spielen, die Eltern regeln das schon. Und das ist, glaube ich, leider eine große Lücke unserer Demokratien. Und, ja, sehe ich genauso. Genau, weil ja auch der Name Julian Assange schon gefallen ist und weil ja auch Drohnenangriffe und völkerrechtswidrige Kriege erwähnt wurden. Julian Assange ist ja eine sehr spannende, eine sehr, eigentlich eine berühmte Person, die leider in den letzten Jahren viel erleben musste und miterleben musste. Vielleicht für diejenigen, weil nicht jeder kennt Julian Assange, vielleicht einmal zur Person. Wer ist denn Julian Assange? Wie ist er überhaupt berühmt geworden? Und warum sitzt er überhaupt im Gefängnis? Das sind jetzt viele Fragen, aber gehen wir mal ein bisschen drauf ein. Ja, also ich kann das ganz gut machen, weil wir seit Jahren eigentlich informieren über Julian Assange. Also Julian Assange kommt aus Australien, ist, glaube ich, Anfang der 70er geboren und hat sich als investigativer Journalist betätigt.
in den 90er Jahren, glaube ich, sind ihm Dokumente angeboten worden, unter anderem von Chelsea Manning, die sie als damaliger Soldat der US-Armee bekommen hatte, über Verhalten in den Kriegen im Irak und in Afghanistan, und dort Dokumente mit Film, Videomaterial an Assange übergeben hat. Und Assange hat das auf einer Plattform veröffentlicht. Dort sind völkerrechtswidrige Eingriffe, Angriffe, barbarische Aktionen der US-Armee gefilmt worden, zum Beispiel wie aus einem Hubschrauber gefeuert wird auf irgendwelche Leute, die verdächtigt wurden, wo aber auch Frauen und Kinder waren. Es sind Dokumente von Folterungen in vielen Foltergefängnissen sind dabei gewesen. Und dass diese Veröffentlichung, die auch weltweit einen Blick geworfen hat oder uns erlaubt hat, zu blicken auf das konkrete Verhalten von den US-Amerikanern in Kriegszusammenhängen, das und einen Aufschrei der Empörung auch gegeben hat. Das muss man wirklich sagen. Die, die sich immer darstellen als die Verteidiger der Werte, der westlichen Werte und dafür sogar Kriege führen für westliche Werte, sich dann in Realität genau andersrum verhalten und eigentlich Verbrechen begehen, die man keinem anderen zutrauen würde. Assange ist dafür sofort massiv angegriffen worden. Die USA haben, ich glaube, er war dann in Schweden, da gab es dann noch ein anderes Verfahren wegen Übergriffen oder sexueller Gewalt gegen Frauen. Jedenfalls hat er sich gerettet in England in die ecuadorianische Botschaft und hat dort politisches Asyl bekommen und ist, ich glaube, 8 Jahre lang oder so konnte er in der Botschaft bleiben. Das war in einer Zeit, in der Ecuador von einem fortschrittlichen Präsidenten auch und einer fortschrittlichen Regierung regiert wurde, Correa damals. In dieser Zeit hat Assange sogar die ecuadorianische Staatsbürgerschaft erhalten. Und dann hat es einen Regimewechsel in Ecuador gegeben und es ist ein Präsident dort an die Macht gekommen, der mit den USA kooperiert hat. Er hat dieses Asyl entzogen, Assange, und auch die Staatsbürgerschaft. Und daraufhin ist das britische Militär dort eingeschritten und hat Assange verhaftet und in ein Gefängnis gesteckt, unter dem Vorwurf, dass er an Aufenthaltsgenehmigungen nicht rechtzeitig beantragt hätte. Absurd, wenn jemand in einem politischen Asyl sitzt. Und sie haben ihn in das Sicherheitsgefängnis in London Belmarsh verfrachtet. Dort hat er eine unglaubliche Strafe absitzen müssen für dieses harmlose Vergehen von, ich glaube, 50 Wochen. Die 50 Wochen sind ewige Zeiten um und er sitzt weiter dort. Inzwischen hat er Besuche bekommen, zum Beispiel von einem Delegierten von der UNO, der sich über seinen Gesundheitszustand informiert hat, und Melzer heißt der, und der hat eben festgestellt, dass er eindeutige Folgen von Folter, von Isolationsfolter zeigt, dass er schwer krank ist und schnellstens entlassen werden muss. Die USA fordern weiter seine Auslieferung und drohen ihm mit entweder 175 Jahren Haft. Das ist ja auch immer besonders die Haftmaße in den USA. Und auch eine Todesstrafe ist nicht vollständig ausgeschlossen. Inzwischen wird in England hin und her verhandelt. Einmal wurde ein Auslieferungsantrag abgelehnt. Inzwischen wurde die Ablehnung aufgehoben und es spitzt sich immer mehr zu. Assange ist nach praktisch 10 Jahren Isolation, ist er schwer krank. Viele Menschen, die ihn besuchen konnten oder auf Videokonferenzen irgendwie noch sprechen konnten, beschreiben, dass er körperlich und psychisch sehr, sehr angeschlagen ist. Und wir müssen uns wirklich Sorgen machen, ob er das überhaupt überlebt in absehbarer Zeit. Als Friedensbewegung haben wir immer wieder Kundgebungen dazu gemacht. Wir haben vor allem Juristen eingeladen. Es gibt ja eine internationale Juristenorganisation, IALANA. Mit denen haben wir da auch kooperiert und die haben uns auch zum juristischen Vorgehen dort Beiträge gehalten.
Interessant ist noch, was jetzt vor 3 Tagen, glaube ich, war der internationale Tag der Pressefreiheit, der weltweit auch sich niedergeschlagen hat in den Medien. Und soweit ich es mitgekriegt habe, ist hier bei uns in den großen Medien in diesem Zusammenhang der Name Assange nicht gefallen. Also der Fokus wird immer auf andere Länder gerichtet und die schwarzen Schafe, aber die eigenen wirklichen fatalen Verhaltensweisen, die ja letzten Endes eine Einschüchterung sind aller friedenspolitischen Journalisten, aller Menschen, die aufklären wollen über Kriegsverbrechen, die werden sich sehr genau überlegen, was sie an Informationen veröffentlichen und was ihnen dann droht. Und das ist der eigentliche Kern dieser Verfolgung unserer Meinung nach. Absolut, ja. An ihm wurde ein Exempel statuiert, genau, damit ein Dominoeffekt quasi ausbleibt, damit nicht andere auf dumme Gedanken kommen. Es ist ja sehr, sehr tragisch. Sie haben ja Nils Melzer kurz angesprochen. Er hat das Buch rausgebracht, der Fall Julian Assange, Geschichte einer Verfolgung. Und darin skizziert er ja die Beweggründe von WikiLeaks, was WikiLeaks alles veröffentlicht hat und eigentlich Kriegsverbrechen und völkerrechtswidrige Angriffe und so weiter. Bürgerrechte, Menschenrechte wurden ja ausgesetzt und so weiter. Und das wurde alles dokumentiert. Und anstatt dass man ihm quasi einen Friedensnobelpreis schenkt, was er eigentlich verdienen würde, ja genau, hat man ihn ins Gefängnis gesteckt. Also dass alleine die Person Julian Assange und allein mit welcher Brutalität gegen ihn vorgegangen ist und mit welchen Verleumdungskampagnen und der ganze Prozess, das zeigt ja auch eine gewisse staatliche, strukturelle Realitätsverweigerung. Und da wird ja mit allen Mitteln gekämpft. Und auch, was Sie erwähnt haben, da stimme ich auch vollkommen zu, diese Doppelmoral im Hinblick auf Länder wie Russland und Länder wie China. Da wird ja immer geredet, okay, die Medien sind einheitlich geschalten, da gibt es keine Meinungs- und Pressefreiheit, was natürlich auch stimmt, in gewissen Ausmaß, aber die Frage ist ja, auch hier wieder ein kleines biblisches Zitat, den Balken quasi im eigenen Auge sehen wir sowieso nie. Also wir haben vollkommene Narrenfreiheit und das ist eben auch so eine Doppelmoral, die ich auch sehe und leider viele, auch hier wiederum viele Linksliberale, viele progressiv Denkende, die sich mit Feminismus beschäftigen, die sich mit vielen anderen Themen auch beschäftigen, wissen leider nicht, wer Julian Assange ist und das finde ich ist sehr, ja, sehr traurig und eben, so wie Sie sagen, das könnte natürlich auch daran liegen, dass viele Berichte ihn auslassen. Vielleicht dazu auch noch ein Aspekt. Wir haben heute zum Beispiel, gehen wir nachher noch zur Mahnwache, wo wir auch immer Schilder zu Assange dabei haben. Und es ist ja so, dass es in der Bevölkerung eigentlich das Vertrauen in die Medien eher abnimmt. Das ist auch fatal, weil die Erfahrungen mit Assange, die führen dazu, dass die Leute auch das Gefühl kriegen, uns wird ja, wenn dann einer mal die Wahrheit sagt, dann wird er umgebracht, so ungefähr. Und das ist, finde ich, für eine Gesellschaft absolut fatal. Eigentlich müssten sich hier auch Journalisten in unserem Land zusammentun und sagen, das ist unser Beruf, unser ganzer Stand kommt in Verruf, wenn wir hier nicht uns für unseren Kollegen einsetzen. Aber es passiert leider nicht, sondern es bildet sich so eine Blase da in den Medien, was geschrieben wird und nicht. Und viele Leute schreckt das ab. Und das finde ich eine ganz ungute Entwicklung. Absolut. Und auf der gesetzlichen und gesamtpolitischen, also gesellschaftlichen Ebene sehen wir das ja nach 2001 durch den Espionage Act zum Beispiel oder durch viele Gesetzesbeschlüsse unter George W. Bush hat der US-Präsident zum Beispiel viele Vollmachten erhalten. Ohne Gerichtsverhandlungen kann er Leute einsperren und so weiter, einfach nur auf Verdacht. Jeder kann der Spionage bezichtigt werden und eingesperrt werden. Militärgerichte, die quasi demokratisch ja nicht einmal quasi legitimiert sind und so weiter. Also die Gesetzesnovellen und Gesetzeseinbringungen unter George Bush seit 2001 sind ja gewaltig und gehen in eine sehr gefährliche Richtung, fast schon in eine autoritäre Richtung. Und die Spionageanklage, die ja unter anderem auch gegen Julian Assange läuft, ist ja auch in eine ähnliche Richtung. Also da kann ja jeder kommen und sagen, du bist Spion. Und was heißt, welche Interessen hat er geschützt oder welche hat er eben, also das ist halt dieser Diskurs, den ich ja vorhin auch schon erwähnt habe, dieser Sicherheitsdiskurs,
der vieles auch ausblendet und demokratisch gar nicht legitimiert ist und wo vieles ausgeblendet wird, das sehe ich sehr gefährlich für die Demokratie. Also das müssen wir auf jeden Fall ansprechen und das müsste man demokratisch regeln, wer im Namen quasi der nationalen Sicherheit agiert oder wer nicht. Also das können ja nicht einige Generäle oder Politiker entscheiden. Ups, unbedingt. Ja. Und es gibt ja auch Gott sei Dank ein paar internationale Organisationen, die durchaus zivilgesellschaftlich mobilisieren, unter anderem Amnesty International. Sie haben Kampagnen gestartet, eben, dass man zum Beispiel Briefe schickt an den US-Justizminister oder Petitionen unterschreibt. Also es wird ja doch und eben das Bremer Friedensforum mobilisiert ja auch. Genau, also es findet ja doch auch statt. Also Julian Assange ist nicht vergessen. Es wäre wunderbar, wenn wir das erleben könnten, dass er freikommt und dass er nicht so krank ist, dass er gar nichts mehr hat vom Leben. Aber da denken wir natürlich auch an andere Gefangene. Mir fiel gerade Mumia Abu-Jamal ein. Es gibt so viele Leute, wo ich mir wünschen würde, dass sie endlich freikommen und endlich in Würde auch leben können. Aber das ist ein anderes Kapitel. Absolut, ja. Und Edward Snowden ist ja quasi im politischen Exil, und er hat ja Prism aufgedeckt, dieses Überwachungsmaschinerie und dieses Netz an Überwachung eigentlich hat er aufgedeckt, was die USA machen und dass sie hochrangige Politiker Europas abhören und so weiter. Also ja, da geht ja einiges ab, im negativen Sinne leider. Mhm. Genau. Vielleicht kommen wir zur letzten Frage und zwar... das Bremer Friedensforum hat ja auch Stellung bezogen in Bezug zum Ukraine-Konflikt und in den letzten Tagen und Wochen wird ja sehr laut posaunt, Waffenlieferungen, was sollen wir tun und wie kann eine westliche Antwort aussehen? Und die Fragen, die gestellt werden, gehen nicht in Richtung, sollen wir Diplomatie wieder aufbauen, sollen wir an den Verhandlungstisch gehen, brauchen wir eine neue OSZE, sondern die Fragen gehen in eine ganz konträre Richtung, sondern die Fragen gehen ja eigentlich nur Waffenlieferungen, ja oder nein. Und wenn, in welchem Ausmaß? Genau, vielleicht skizzieren Sie mal kurz die Position des Bremer Friedensforums in Bezug auf deutsche EU- oder NATO-Waffenlieferungen an die Ukraine. Ja, mache ich gerne. Das ist, wie Sie sagen, eine zentrale Frage, die uns die letzten Wochen beschäftigt. Also unsere Position ist dazu ganz klar. Wir sagen, Waffenlieferungen eskalieren den Krieg, führen zu mehr Toten, zu mehr Opfern, zu mehr Zerstörung, zu mehr Hass. Wir lehnen Waffenlieferungen ab, weil die Folgen in keinem Fall irgendetwas besser machen, sondern alles immer nur schlechter machen. Wir fordern Diplomatie, Verhandlungen, Gespräche, Verträge, Sicherheitsgarantien für alle Seiten. Aber das Wichtigste ist, dass überhaupt gesprochen wird und dass versucht wird, eine Lösung zu finden, die nicht militärisch ist. Wir sind zum Teil auch angegriffen worden als Friedensbewegung, dass wir hier so eine Position vertreten. Und es wird gesagt, was verlangt ihr denn? Verlangt ihr, dass die kapitulieren? Die sind doch die Angegriffenen. Und wir sind sogar, das ging so weit, dass Leute gesagt haben, wieso Waffenlieferungen können doch auch Teil der friedensbewegten Forderungen sein. Wo ich denke, irgendwo gibt es Grenzen. Auch in der Friedensbewegung wurde ja gestritten, wie man sich zu Sanktionen verhält. Aber wenn jemand Waffenlieferungen fordert, dann verlässt er meiner Meinung nach diesen Diskurs. Und es ist ja interessant, dass Leute, die sich immer bezeichnen als Teil einer Zivilgesellschaft, dass die Waffen liefern. Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Militär oder zivil war früher der große Gegensatz. Und jetzt, dass Leute, die zivilgesellschaftlich unterwegs sind und sich so verstehen, eben Waffen fordern, das ist ein Widerspruch in sich. Also ich denke nicht, dass es ganz einfach ist, weil es eine furchtbare Situation ist. Die ist absolut verfahren, wird von beiden Seiten aus meiner Sicht eskaliert und es ist schon sehr, sehr viel an Hass und an
unüberwindlich scheinenden Fakten geschaffen worden. Aber ich denke, jeder Tag, den der Krieg länger dauert, wird das noch schlimmer. Und ich merke in den Diskussionen, dass viele Leute zum Beispiel den Afghanistan-Krieg schon vollkommen vergessen haben. 20 Jahre lang hat die Bundesrepublik sich beteiligt an diesem Krieg und jedes Jahr eine Verlängerung beschlossen mit großer Mehrheit, oft auf der Grundlage von Lügen auch im Bundestag, von Falschinformationen, von Unwissenheit. Und die Totenzahlen sind gestiegen, die Zerstörungen sind gestiegen, nicht nur von Infrastruktur, sondern auch von menschlichem Verhalten, also eine unglaubliche Brutalisierung, mit der dieses Land und dieses Volk noch lange zu tun haben wird. Und je länger dieser Krieg in der Ukraine dauern wird, desto mehr wird dieses Land zu einem Afghanistan in Europa. Und von daher, auf unseren Demos und Kundgebungen gibt es viele Losungen, die sich gegen die Waffenlieferungen wenden. Und ein Mann begegnet mir von Anfang an immer wieder mit einem großen Schild, wo nur draufsteht, mehr Waffen ist gleich mehr Tote. Und das ist banal und einfach gesagt, aber ich glaube, das ist die Wahrheit. Und darüber hinaus gibt es ja durchaus auch Vorschläge, wie man jetzt weiterkommen könnte. Es gibt dieses Konzept der offenen Städte oder der unverteidigten Städte, was wirklich zivilgesellschaftliche Entscheidungen wären. Und ich finde, das muss viel mehr in den Mittelpunkt gestellt werden. Und eine Freundin von uns hat eben auch gesagt, warum engagieren wir uns denn für den Frieden? Weil wir für das Leben der Menschen sind. Das ist die allerwichtigste Sache. Alle anderen Sachen kommen danach. Also, aber erstmal muss man überleben. Und dann kann man versuchen, sein Leben zu gestalten. Aber wenn hier Zehntausende sterben in diesem Krieg, dann, die haben keine Möglichkeit mehr, ein besseres Leben zu erkämpfen. Und deswegen ist unsere sehr eindeutige Position gegen jede Eskalation, gegen Waffenlieferung und erst recht natürlich gegen diese schweren Waffen, die den Krieg einfach unendlich in die Länge ziehen werden. Ja, und das Bremer Friedensforum ist ja nicht alleine. Also der große Philosoph Richard David Brecht zum Beispiel hat sich auch gegen Waffenlieferungen geäußert. Der Sozialwissenschaftler Harald Welzer hat sich gegen Waffenlieferungen geäußert. Die Feministin Alice Schwarzer und so weiter. Johannes Becker und viele aus der Friedensforschung haben einen offenen Brief an Scholz geschrieben. Und zahlreiche Akademiker, die Liste ist ja riesig. Ich habe unter anderem auch diesen offenen Brief unterzeichnet und so weiter. Die herrschaftskritische Friedensforschung ist auch so ein loses Netzwerk, das sich austauscht. Und auch hier kenne ich viele und habe einige auch schon interviewt, die sich absolut gegen Waffenlieferungen äußern. Also das Bremer Friedensforum ist nicht alleine. Es gibt viele, aber die werden halt nicht gehört. Die gehört werden, sind leider eben, grüne Politikerinnen, SPD, SPÖler und viele andere, die in die Richtung gehen und vor allem die Waffenlobby und etc. etc. Und die Springer Verlag und deren Involvierung in den Ganzen wissen wir eh, muss man, glaube ich, für ein bisschen informierte Leute muss man das jetzt eh nicht skizzieren. Also genau, da wollte ich nur mal einbringen, dass genau, da besteht unter den friedenskritischen Leuten und unter den Friedensaktivistinnen ja Konsens, also dass Waffenlieferungen, und das habt ihr auch in einer Broschüre auch durchaus klar gemacht, dass ihr der Meinung seid, dass das nur den Krieg verlängern würde. Und auch aus geopolitischer Perspektive ist ja auch immer zu hinterfragen, macht das die USA oder macht das die NATO aus altruistischen, aus ehrlich, aus gut gemeinten Gründen, weil sie Schulen errichten wollen, weil wie Hillary Clinton in Libyen Feminismus vorantreiben wollte, was mit Libyen aus Frauenperspektive, aus feministischer Perspektive heute da die Realität ist, sieht dann leider eine ganz andere aus, wo es fast bürgerkriegsähnliche Zustände sind und so weiter und so fort. Also auch hier muss man immer nach dem Prinzip Ursache, Wirkung und auch ein bisschen, und das fand ich auch sehr stark in der Broschüre mit der Überschrift, der Krieg begann nicht erst am 24. Februar. Das ist eine ganz starke Überschrift und
Da habt ihr auch einen kurzen Absatz geschrieben. In den letzten 8 Jahren hat die Auseinandersetzung innerhalb der Ukraine um Lugansk und Donetsk bereits mehr als 14.000 Tote gefordert. Obwohl die ukrainische Regierung das Abkommen Minsk II unterschrieben hatte, boykottierte sie die Umsetzung mit westlicher Duldung und Unterstützung und so weiter und so fort. Also genau darum geht es. Und die Friedensbewegung und Friedensforschung muss hier den historischen Kontext aufzeigen, strukturelle Zusammenhänge, geopolitische Spannungen. Und dann erst kann man auch Krieg und die Ursachen von Krieg und Konflikte besser verstehen. Und da wollte ich nur ein großes Kompliment aussprechen. Da stimme ich ihr absolut zu. Und ich finde, die Broschüre ist sehr gut gelungen. Ja? Bringt vieles auf den Punkt. Ja, herzlichen Dank. Freut mich natürlich so ein Lob aus Wien. Genau, vielleicht noch ein letzter Punkt, weil es ist ja doch durchaus menschlich nachvollziehbar, dass man natürlich sich empört und dass man die russische Invasion durchaus als völkerrechtswidrig deklariert. Das ist absolut legitim und so ist es. Die Invasion ist keine, so wie aus russischer Seite oder manchmal aus chinesischen Medien, hört man immer eine spezielle militärische Operation. Was soll denn das heißen? Das ist eine Verharmlosung. Und mit diesen Wortspielchen kommt man in ein Framing rein, wo vieles relativiert wird. Also, und auch hier fand ich ein großes Lob eben. Ihr sprecht Ross und Reiter an. Also ihr sprecht schon von einer Invasion und von völkerrechtswidrigen Krieg. Das muss ja auch so benannt werden. Nichtsdestotrotz und genau deswegen glaube ich, habt ihr da eine gewisse Glaubwürdigkeit und da finde ich, seid ihr sehr authentisch. Weil wenn jemand, so wie Sie zum Beispiel, schon im Vietnamkrieg in der Friedensbewegung, also seit Jahrzehnten in der Friedensbewegung gegen jeden Art von Krieg wirklich sich empört und aufschreit und dagegen auch was tut, protestiert, dann ist es authentisch. Weil was ich merke leider, ist eine sehr selektive Empörung derzeit, wo viele auf sozialen Medien sich eine Ukraine-Flagge anheften und so weiter und wo viele jetzt komplett empört sind, wie geht das nur unter böse Putin und so weiter. Und diese selektive Empörung ist mir schon aufgefallen. Und ich frage immer, na, wo warst du denn 2019 in Afghanistan? Wo warst du denn 2003 und in Irak und Libyen 2011, Syrien 2014? Ganz zu schweige denn von dem Krieg, von dem sowieso niemand spricht, Jemen zum Beispiel. Oder jetzt, das fand ich auch in der Broschüre sehr wichtig, ihr sprecht auch durchaus an, dass NATO-Mitglied Türkei Nordsyrien und Irak angreift. Also auch eine völkerrechtswidrige Intervention, natürlich geduldet vom Westen. Und das sind Dinge, die Kritik dann authentisch machen. Wenn du beide Seiten angreifst, wenn du die Fehler von beiden Seiten anzeigst, erst dann kommst du authentisch rüber. Und da wollte ich auch ein großes Kompliment aussprechen. Das fand ich, genau. Also euch kaufe ich es ab. Da würde ich gerne noch was dazu sagen zu unserer Zusammensetzung. Ich habe ja gesagt, bei der Gründung gab es aus unterschiedlichsten friedenspolitischen Richtungen auch so Zuströme. Und es gibt natürlich bei uns auch, wie glaube ich in allen so authentischen Friedensbewegungen in diesem Land, eine sozialistische Position. Und wir haben seit Jahren, tragen wir mit uns ein Schild mit dem Satz von Jean Jaurès, dem französischen Sozialisten, der 1914 von einem Nationalisten, einem Französischen, ermordet wurde, also kurz vorm Beginn des Ersten Weltkrieges. Und der hat ja gesagt, der Kapitalismus trägt in sich den Krieg wie die Wolke den Regen. Und wir haben jetzt, als Russland hier die Ukraine überfallen hat, war das in unserem ersten Erschrecken über das, was da passiert, war das trotzdem eben ein Ankerpunkt. Es ist ein kapitalistisches Land und Russland ist mit diesem Angriffskrieg in die große Auseinandersetzung zwischen den Mächten eingetreten. Ich will damit nicht sagen, dass das gleichgewichtig ist mit den USA, aber jedenfalls ist es ein Schritt in eine neue militärische Konfrontation, die auch noch ein anderes Maß hat als das, was im Donbass bisher stattgefunden hat. Also ich denke, dieser Strang der Friedensbewegung ist einfach auch ein ganz wichtiger, um zu helfen, zu verstehen, was da eigentlich passiert. Es geht um Märkte, um Ressourcen, es geht um Macht und das ist seit über 100 Jahren so. Ja, absolut, genau, da schließe ich mich auch an und da folge ich auch meinem quasi Master- und Doktorvater bald
Ulrich Brandt, der zur imperialen Lebensweise geschrieben hat. Und was ich auch beobachte mit seiner Terminologie ist, genau, der Westen versucht gerade seine imperiale Lebensweise aufrechtzuerhalten durch Erschließung neuer Märkte, durch die Ausschöpfung, Ausbeutung von Ressourcen und so weiter, die Erwerbung billiger Arbeitskräfte und so weiter. Und dieses kapitalistische System kennen wir schon. Also genau, da stimme ich Ihnen auch absolut zu. Und genau in dieser Stoßrichtung muss mehr das aufgezeigt werden. Ich hätte keine weiteren Fragen. Ich würde von meiner Seite aus vielleicht mit einem Zitat von Gustav Landauer abschließen. Und zwar, ein Ziel lässt sich nur erreichen, wenn das Mittel schon in der Farbe dieses Zieles gefärbt ist. Nie kommt man durch Gewalt zur Gewaltlosigkeit. Das wurde gepostet von Stefan Kalmring auf Social Media, und zwar am 2. Mai. Und zwar genau, das war der Tag der Ermordung von Gustav Landauer, einer der großen Geister und Denker. Mit diesem Zitat wollte ich von meiner Seite abschließen. Ja, dann danke ich dir auch für das Gespräch. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Es war mir eine sehr große Freude und ich hoffe, die Zuschauerinnen haben einiges mitnehmen können. Und wir werden natürlich das Bremer Friedensforum verlinken und die wichtigsten Informationen auf den YouTube-Kanal verlinken, dass die Leute euch finden können. Herzlichen Dank. Danke. Haben Sie noch einen schönen Tag. Ebenso.